Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Hunting Party Box von Linkin Park. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Hunting Party von Linkin Park, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine recht dünne Pappbox. Das Ganze kommt ja in weiß bzw. hellgrau. Auf dem Boxdeckel auf der Vorderseite haben wir hier das Cover, also hier so eine Person. Es dürfte ein, ja, es sieht so ein bisschen nach indigener Bevölkerung aus mit einem Bogen, also ein Bogenschütze mit sehr ungewöhnlichem Outfit. Der Bogen ist ja noch nicht ganz gespannt, aber zumindest eingespannt. Auf der rechten Seite lesen wir hier: The highly anticipated new album The Hunting Party from Linkin Park is available in limited quantities. Also hier scheinbar auch ein Druckfehler. Ich glaube, es sollte Quantities heißen. Das Ganze beinhaltet, wir sehen es hier, ein T-Shirt und das Album auf CD. Also vom Inhalt mehr oder weniger ein Bundle, das man hier in diese kleine Box gepackt hat. Hier haben wir dann noch kurz die Übersicht über die einzelnen Shirtgrößen und die Wasch- und Pflegehinweise. Auf der Unterseite das Ganze in weiß-hellgrau, oben nochmal beschriftet, in diesem Fall mit Linkin Park. Und auf der Rückseite haben wir einerseits die Tracklist und rechts dann noch Infos und die Labels. Gut, dann schauen wir rein, beziehungsweise auf der Unterseite, ja, haben wir schon angeschaut. Wir schauen rein, das Ganze lässt sich hier ganz einfach öffnen. Und dann haben wir hier das Album samt Shirt. Mehr ist hier nicht drin. Packen wieder zusammen und schauen uns das mal an. Als allererstes natürlich das Album an sich. Die Optik hier ist die gleiche, die wir auch schon auf der Box hatten. Also hier dieser Bogenschütze, reguläres Toolcase, auf der Seite beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder die Tracklist. Ist hier etwas staubig. Mal kurz drüber wischen. Also wir haben hier, wenn wir es mal kurz durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, mit diversen Features. Dann haben wir auch wieder die Labels und einen Barcode. Und dann schauen wir mal rein. So. Zuerst gibt es hier mal ein kleines Zettelchen. Join today. Okay, Linkin Park Underground. Also hier kann man scheinbar so in einem Club oder Members, also in einem Linkin Park Underground Mitgliedsstatus hier entsprechend beantragen oder ja, sich eintragen. Da hat man hier mit Hilfe dieses Code 30 Tage free, kann man sich anschauen. Dann haben wir das Booklet und zusätzlich sogar noch das Cover. Also das Cover an sich ist hier so eine Karte. Packen wir wieder rein, sehr ungewöhnlich. Und hinter der Karte haben wir dann das Booklet an sich. Und es lässt sich hier so aufklappen. Also das Booklet komplett hier, einmal die einzelnen Bandmitglieder mit so einer speziellen Optik, also jeder hat hier so entsprechende Elemente, also hier sieht es so ein bisschen nach Wasser aus, dann Steine oder Stacheln, Feuer, Rauch, das ist wie so Zweige oder Korallen und hier, ja, gute Frage, was das sein soll, eventuell Holz oder sieht ein bisschen aus wie so Schriftrollen. Dann die Credits zum Album, beziehungsweise hier haben wir noch eine Danksagung. Und auf der Rückseite, genau, das habe ich eigentlich gemeint, hier haben wir dann die Credits zum Album. Und hier dann noch Artwork und die einzelnen Tracks nochmal aufgelistet.
Gut, also sehr ungewöhnlich gestaltetes Booklet auf jeden Fall. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Dann packen wir das wieder zurück in die Vorrichtung plus natürlich hier diesem Kärtchen. Die CD sieht dann so, hoppala, die CD sieht dann so aus, in dunkelgrau mit schwarzer Beschriftung. Dann haben wir hier noch so ein Ornament in der Mitte. Und dahinter wieder ein hellgrau. So, so viel zum Album. Als nächstes haben wir dann noch das Shirt. Das ist der zweite und letzte Inhalt. So, wir haben hier das Shirt in schwarz. Hier lesen wir oben in weiß Until It's Gone. Und dann haben wir hier wieder so eine kryptische Optik, also so Rauchschwaden und ja, verlaufende Gestalten und Formen. Und darunter noch in weiß das Linkin Park Logo. Auf der Rückseite komplett in schwarz. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Softstyle. Das Ganze in diesem Fall in Größe S. Ich glaube M oder L war nicht mehr verfügbar, deswegen habe ich mich damals für S entschieden. Und wir haben hier 100% Baumwolle made in Honduras. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, die Größe des Shirts war frei wählbar. Und natürlich das Album an sich, The Hunting Party im regulären Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, The Hunting Party von Linkin Park. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Linkin Park unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.